Säcke nur noch saufen und rumhuren. Die treiben Monga noch in den Ruin. Dabei ist das hier ein wunderschöner Ort. Denk doch nur an unseren Boss. Der hat doch was drauf. Bei dem gibt es keinen Augenblick, an dem er nicht nachdenkt, wie er die Organisation vergrößern kann. Nicht mehr lange, dann lässt er die Gruppen aufteilen. Dann werden wir nicht mehr nur hunderte Gangmitglieder sein, sondern gleich viele Tausende über Nacht. Danach kommen kistenweise Pistolen ins Land. Dann gibt es eine Zweigstelle nach der anderen. Und du? Du hängst dann immer noch in deinem Viertel rum und sammelst mit deinem Bergtee-Trick Schutzgelder ein. Und stehst mit einem Bein im Knast. Die Zeiten ändern sich, Wan Shen. Tu das Richtige. Wenn wir nach Monga expandieren, wirst du der Boss. Ein jeder von uns braucht seine eigene Bühne. Und bald ist die Welt neu aufgeteilt. Wenn in Monga nur noch eine Gang das Sagen hat, wird es schwierig. Die beiden wichtigsten Gangs sind die vom Tempelplatz und die von der hinteren Gasse. Wir haben auf jeder Seite unsere eigenen Leute. Mit meinen wird es keine Probleme geben. Aber die Sache wird nur laufen, wenn die vom Tempelplatz mitmachen. Sonst musst du mit allen Blockbossen extra reden. Das wird nicht leicht. Eher ein harter Kampf. Bestimmt kennst du einen von denen. Erinnerst du dich an den Tag vor 4 Jahren? Da wurdest du hier zusammengeschlagen. Und zwar von Dadao Chengs Leuten. Du wolltest einfach nicht aufgeben. Du hast mir geholfen, danke. Du brauchst mir nicht zu danken. Hast dich gut geschlagen. Hätte mir das nicht gefallen, wärst du mir keines Blickes würdig gewesen. Selbst wenn sie dich totgeschlagen hätten. Bin dir wirklich...